So Leute, wir gehen erstmal zu Unsympathisch TV rüber. Jens ausrastet. Okay, wir gucken mal rein. Let's go. Heute wird's ganz übel. Oh nein, nicht noch, bitte nicht noch schlimmer. Ich hab doch schon gesungen. Oh Klobe, ich brauche jetzt deine Unterstützung, okay? Ich brauche deine Unterstützung. Knobe? Ja. Let's go. Sind wir mal ehrlich miteinander. Es gibt mittlerweile immer weniger YouTube-Content. Umso mehr freue ich mich über Leute, die mit YouTube durchstarten wollen. Elena Campari. Du denkst... Nein, nicht Elena Campari. Gott bewahre meine Monetarisierung. Will jetzt auch mit YouTube durchstarten. Und da habe ich mir gedacht, wir schauen mal schulprojektmäßig bei ihr vorbei. Ich bin ein Star, also gar keine Ahnung, warum ich zu InScope war. Inshallah, du bist schon 18. Die erste Aus... Knubbel, was soll ich dazu sagen? Knubbel, bitte. Kannst du mich nicht hier irgendwie rausholen? Knubbel, hol mich bitte hier raus. Kannst du für mich hier sitzen und Unglück machen? Auch kein Bock, ne? Ja. Sage, und sie erkennt direkt das Potenzial. Boot in the house, an in the house, boot. Gott bewahre meine Monetarisierung. Aber Elena wäre nicht Elena ohne eine Weisheit. Du kennst ja, was ich lieb, das nickt sich. Bei Nico heißt es, was ich lieb, das zückt sich. Glaub mir, Elena, dafür braucht Nico alles andere als Liebe. Oh Gott, Knubbel. Oh Gott, Knubbel, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass du es mit ansehen musst. Es tut mir leid. Oh mein Gott. Oh nein. MFK mit einem Pyrnus da. Hey, da war doch Liebe im Spiel. Leute, da war Liebe im Spiel. Leute, da war Liebe im Spiel. Wo sind die Romantiker? So, dann machen wir auch ganz schnell weiter. Das Coronavirus beschäftigt uns immer noch jeden Tag. In dieser schweren Zeit müssen wir alles geben, um diesen Virus zu besiegen. Auch wir YouTuber treffen Vorsichtsmaßnahmen. Und Stars wie Joko Winterscheid haben sich dazu auch schon geäußert. Aber im Hier und Jetzt ist eine Sache wahnsinnig wichtig, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Daheim bleiben. Hier sind 30 Kanaken. Du musst auch mitlachen. Was bist du für ein miese Peter? Ja. Typisch Knubbel. Er fängt nicht an zu lachen. Ja, es ist schwierig. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Klatscht man eigentlich in der Nachrichtensendung? Ich bin mir sicher, dass das Coronavirus mehr Angst vor denen hat, als die vor dem Coronavirus. Corona hat Angst vor mir, das kann ich wirklich sagen gerade. Wenn man den Hot Wasser hört und ein Tier mit exakt einem Haar sagen muss, weiß man, man ist bei neuen Live. Habicht hat zwei Haar! Und wer würde besser in diese Sendung passen als... Ja, der Jens aus Rastatt hier, wie geht's? Jens aus Rastatt! Jens aus Rastatt. Knubbel, ich muss jetzt googeln, ob das wirklich so geschrieben wird, okay? Du musst jetzt von meinem Schoß runter. Ich muss jetzt hier wichtige Recherchearbeit leisten. Wird Rastatt so geschrieben? Das ist... what the fuck? Rastatt? Als ob diese Stadt so geschrieben wird. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Jetzt mal Real Talk. Wer wohnt von euch in Rast... Das steht doch nicht Raststadt. Da steht Rastatt. Rastatt. Wer wohnt von euch in Rastatt, Leute? Das ist ja ein... Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Hans-Jürgen Pütsch, Alter. Damit hier muss ich mal ernst Wörtchen reden. Er ist der Bürgermeister von Rastatt. Bruder, was ist mit deiner Stadt? Kannst du dich mal umbenennen? Das ist einfach nur... Also, ich weiß nicht. Nee, Antrag auf Umbenennung ist freigegeben. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich hab die Lösung. Das du. Ist die Jogginghose. Hast du die gerade an? Die habe ich gerade an, hier in Blau. Sag nicht, dass Jens Knusshaller aus Rastatt kommt. Nein, Leute. Nein. Okay, wir googeln jetzt Wikipedia an. Jetzt Wikipedia Jens Knusshaller. Leute, ist der etwa in Rastatt geboren? Nein! Nein, er wuchs in Rastatt auf. Was ist mit dir, Jens? Wie kannst du in einer Stadt aufwachsen, die einfach nicht so heißt, wie du denkst? Die heißt nicht Rastatt, die heißt Rastatt. Jens, es ist einfach vorbei. Er wuchs in Rastatt auf. Nein! Wir sind uns doch einig, dass diese Stadt Rastatt heißt, oder? Ganz, ganz deutlich. Rastatt. Rastatt. Man könnte sie auch folgendermaßen benennen. Rastatt. Das könnte man auch sagen. Rastatt. Aber eine Sache auf gar keinen Fall.
Raststadt. Das kann man nicht machen, weil seit wann wird Stadt mit 2 T geschrieben? Nein. Nein. Das ist einfach entweder ist das Rastat oder Rastat. Und was hat Jens gesagt? Ja, der Jens aus Raststadt hier. Er sagt Raststadt. So heißt das Dorf nicht. So heißt diese Stadt. Nee. Nein. Ich akzeptiere das einfach nicht. Ich akzeptiere es einfach nicht, Leute. Nein. Diese Stadt wird umbenannt. Ich werde meine Lebensaufgabe ab heute ist dafür zu sorgen, dass diese Stadt umbenannt wird. Auch wenn ich dann von dieser Insel hier runter muss. Diese Stadt, egal wer von euch da wohnt, ab. Ihr gewöhnt euch jetzt besser an den neuen Namen. Rastat. Rastat. Jens aus Rastat. Hm? Das ist es. Wie geht's? Jens aus Rastat! Einen Wunsch. Digga, es schwert mich, wenn du Rastat sagst. Wunderschönen guten Abend. Und ich hab die Lösung. Das du. Ist die Jogginghose. Hast du die gerade an? Die habe ich gerade an, hier in Blau. Das ist gut, in Blau. Aber es ist nicht dabei! Es war leider nicht dabei. Aber Jens aus Rastat wäre nicht Jens... Nein, sag nicht nochmal Rastat. Aus Rastat! Wenn nein! Da steht nicht Stadt. Da steht... Ad. Das ist... Stadt wird nicht so geschrieben. Stadt wird nicht so geschrieben. Triggert! Wenn ich nochmal anrufen würde. Ja, nochmal Jens aus Rastat. Ich hab's gerade eben mit der Jogginghose probiert, jetzt hab ich eine andere. Komm jetzt, was hast du? Lederhose. Komm. Lederhose, komm! Ah! Das gibt's doch nicht. Die Lederhose leider auch nicht dabei. Aber ich bin mir sicher, dass der nächste Anrufer die Lösung hat. Ja, nochmal Jens aus Rastat. Jens! Warte mal ganz kurz. Jetzt kommt's mir aber spanisch vor. Jens ruft da dreimal an und kommt dreimal durch. Dreimal. Moment, was ist das für eine Sendung? 9 Live. Jens Knossalla, 9 Live. Er hat doch auch bei 9 Live moderiert, oder? Hat er bei 9 Live schon mal moderiert? Oder hat er immer nur angerufen da? Das ist ein abgekartetes Spiel, Alter. Die haben ihn einfach mal durchgelassen. Das ist einfach nur, das ist Betrug am Kunden. Betrug am Kunden. Das sieht man schon am Namen von der Stadt. Das ist alles Betrug. Da könnt ihr auch mit eurem Schwäbisch hin und her, könnt ihr hin und her gehen, wie ihr wollt. Das ist doch kein, das ist alles erlogen. Diese Stadt gibt es gar nicht. Der Wikipedia-Eintrag von dieser Stadt ist erfunden. Der Google-Eintrag von dieser Stadt, hier wohnt niemand in Rastatt. Ich habe eben geguckt im Chat, ob jemand in Rastatt wohnt. Niemand wohnt da. Nie. Niemand wohnt in Rastatt. Das ist eine Lüge. Das ist alles erfunden. Der wurde immer durchgelassen und die Stadt gibt es auch gar nicht. Deswegen hat er sich die Stadt ausgedacht. Und weil Jens eine Lese-Rechtschreibschwäche hat, hat er sich einfach hier so gedacht, ja, ich schreibe Rastatt mit 2 T. Nee. Okay, wie viele Leute leben angeblich dort? Rastatt Einwohner. Angeblich wohnen in Rastatt 230.000 Einwohner. Angeblich. Hast du schon mal irgendjemand gesehen? Hast schon mal jemand aus Rastatt gesehen? Ich nicht. Meine Theorie ist, die wohnen alle gar nicht dort. Die wohnen da gar nicht. Mal jetzt. So, aber komm jetzt. Ja, Umstandshose. Ja. Und jetzt ist es dabei. Ja. Glückwunsch an Jens aus Rastatt. Früher 9 Live. Heute Casino. Neuer Rekord! Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Nee, ich bin so getriggert von dieser Folge. Ich bin so unfassbar getriggert von Rastatt. Oh. Gib mal ein Rastatt-Aussprache. Das wird doch nicht auf Google sein, eine deutsche Aussprache von der Stadt. Rastatt-Aussprache. Es ist wirklich so, dass es die gibt. Rastatt. Ah! Rastatt. Ah! Es tut weh. Außerdem, was ist das? Was ist das? Warum gibt es sowas? Warum gibt es sowas? Warum kann man das nicht aussprechen? Warum weiß niemand, wie Unge ausgesprochen wird? Wieso weiß niemand, wie Unge ausgesprochen wird? Wieso Unge? Wieso? Das weiß keiner, siehst du? Aber Rastatt, das wissen die Leute, ja. Ich dreh durch, Alter. Nee, es war zu viel für mich. Falls euch die kleine Nachrichtensendung gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal namens Unsympathisch TV, geleitet von Hascha Sellinger, noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Elena? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Jens aus Rastatt. Nein! Warum? Es ist doch bewusster Trigger, oder?
Ist doch ein bewusster Trigger, dass der hier ist, die Leute hier machen. Strong.